Schnauze. Ich finde einen Beat, der mein Gefühl versteht und sprech mich aus. In Hypnose texte ich auf ein Blatt Papier, nächtlich auf, 8:45, mächtig laut. Das ist wie ich dicke Bruder. Und wenn ich spitte, blute ich meine Wunde aus, will aus dem Dunkeln raus. Und das Schreiben hilft mir unermesslich. Ich will runter, Stress ist für meinen Geist nur Gift. Such mir ein Beat und ich greif zum Stift und flieg. Immer wenn ich I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. The people don't know my name, yeah, yeah. Where there's no more war and the suffering will come my way. But on a white sand beach when they lay in the sun all day. Ich will wegfliegen, weg von den Dreckskrisen. Keine Perspektiven, will dem Stress entfliehen. Mich dem Schmerz entziehen und dem Glück nachjagen. Ich will nicht viel, nur ein kleines Stück abhaben. Ein kleines Stückchen heile Welt, das nicht wieder zerbricht. Ein kleines Pünktchen Hoffnung in mir, das nicht wieder erlischt. Will wieder glauben, dass sich alles mal zum Guten wendet. Und dieses Herz eines Tages mal zu Bluten endet. Und Menschen, die das Gute in dir gar nicht sehen. Ich sehe die Jugend, wie sie mit den Drogen untergehen. Ich sehe Mütter, die in tiefer Trauer Kinder quälen. Ich sehe die Eltern, wie sie ratlos vor dem Richter stehen. Ich sehe Mädchen, die am Straßenrand die Stunden zählen. Die für 20 Euro Splitter nackt im Auto Runden drehen. Ich sehe das Mädchen, wie sie Schmerzen hat vor lauter Wehen. Ich sehe die Junkies, wie sie in den Nadelbaden gehen. Ich sehe Typen, die im Einkaufszentrum klauen gehen. Guck, die Jugend ist gefangen in der Kriminalität. Ich sehe so vieles, aber kann es leider nicht verstehen. Ich sehe deinen Sohn, wie er verwahrlos auf der Parkbank schläft. Ich sehe einen Bullen, der einen Unschuldigen niederschlägt. Ich sehe den Typen, der vor seiner Mom die Hand erhebt. Ich sehe so viel, wie konnte man all das Übel übersehen? Weil wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Wir sind blind vor Hass, weil unsere Zeit so schnell vergeht. Uns kommt es vor, als ob schon jetzt die letzte Stunde schlägt. Guck, wie wir untergehen, die letzten Stunden zählen. Guck, wir sind blind, weil wir der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Wir sind blind. Das Leben eines Gangster-Rappers ist hart. Er muss sich mit halbnackten Groupies und verfeindeten Gangs rumschlagen. Ständig gibt es Tote und in der Regel fließt viel Blut. Dummerweise kommt so etwas in Deutschland eher selten vor. Die Rauchsäder kommen nicht gut an bei irgendwelchen Chef oder so. Und nach 100 Mal irgendwo rauszufliegen, nach irgendwelchen Lagerarbeiten und so habe ich gedacht, ey, jetzt